Guten Morgen. Easy? Easy? Warum schläfst du auf dem... Warum schläfst du auf dem... Fass. Ich sagte, geh weg! Ey, au! Du musst mich nicht gleich schlagen. Das heißt, ich hier Gewalt hier. Warum schläfst du auf dem Fass? Ich hab so schlecht geschlafen, Ronja. Ja. Kein Wunder, du schläfst auf einem Fass. Nein, mein Bett ist furchtbar. Das ganze Stroh hat mich in den Hintern gepiekt. Ja. Ganz ehrlich. Guck dir das mal an, ich habe ein Strohbett. Ich schlafe einfach auch auf Stroh. Ich meine, in was für einem Jahrhundert leben wir? Dem 8. Was soll das? Vor allem, ich meine, wir sind ja schon eine Weile hier. Also, wirklich schön ist es nicht. Hey, au! Mann, diese Bienen! Wir können uns ja neue Betten kaufen. Ich meine, das mit dem Stroh ist ja keine Kaufen? Hast du mal geguckt? Ich habe keinen Cent mehr. Ja. Aber, ich meine, warte, lass uns mal online gucken. Es gibt doch bestimmt auch au! Günstige. Au! Au, au, au! Bienen, jetzt lass mich mal kurz. Der Laptop steht hier gerade. Es gibt doch bestimmt online günstige Betten auch. Irgendwie vielleicht so. Au! Nimm doch einmal den Laptop und stell ihn weg! Nee! Mein Gott, Ronja! Hier, okay. Hier sind keine Bienen. Vielleicht kann man die mieten oder irgendwie so als: Ihr gebt mir ein Bett, ich krieg dafür, weiß ich nicht, einen Keks. Ja, oder wir könnten arbeiten gehen. Wir können auch arbeiten gehen. Lass mal was bestellen, wir können später zahlen. Okay, ja, gute Idee. Wie viel wollen wir bestellen? Also wir können... Ich würde ein Bett und einen Nachttisch für jeden bestellen, okay, auf jeden Bett, Fall. Das Nachttisch. Ist mega wichtig. Und am besten noch Schränke. Wollen wir einen kleinen Schrank? Ja, genau. Ja. Gute Idee. Dann zwei und so von eine jedem. Kleine Truhe. Hast du eine Präferenz für dein Bett, das für eine Farbe? Au, au, au! Ja, ich nehme pink. Welche Farbe? Ich hätte gern blau. Blau? Hellblau oder dunkelblau? Hellblau. Hellblau. Kannst du gucken, vielleicht gibt es so ein Karo-Muster oder so? Ich habe schon gekauft. Enter. Okay. Brauchst du noch was? Ist eh zu spät. Okay, cool. Alles klar. Warte, wie viel war das jetzt? Weiß ich nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall Geld. Warte, was kostet das? Oh. Sag, wie viel? Sei ehrlich, sag's mir. Wir sollten arbeiten. Ja? Ja, Easy, wie viel ist es? Du treibst so viel. Also wir haben nicht so viel. Lass uns einfach irgendwie einen Job finden oder so. Können wir nicht auf der Farm arbeiten? Wieso kriegen wir eigentlich kein Geld für die Arbeit, die wir machen? Unbezahlte. Ich meine, klar, wir kriegen Essen, wir haben Unterkunft. Fast und Logis, aber trotzdem sind wir irgendwie... Aber wir arbeiten auch nicht viel auf der anderen Seite. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist das Gefühl, wir sind hier die harten Arbeiter. Nee, du, na, also ich nicht, aber... Also gestern haben wir Urlaub gemacht. Wir machen ständig Urlaub. Aber das ist schon okay. Hast du eine andere Idee, was wir machen können? Ich meine, man kann ja immer was verkaufen. Man kann ja so eine Art Geschäft aufmachen. Karotten! Okay. Mist, die sind noch nicht nachgewachsen. Sind nicht nachgewachsen. Nein, außerdem, ich weiß nicht, das ist ja auch irgendwie... Wo sind eigentlich die ganzen Tiere hin? Gute Frage. Keine Ahnung. Schweine wurden geschlachtet. Familie hat auch Geld gebraucht. Ja, was ist das hier? Das ist Obst, Tische... Honig, Flatter. Weißt du, was wir machen? Nein. Wir machen was einen Limo-Stand auf. Das sieht man doch immer wieder, dass Leute so einen Stand haben und dann Limo verkaufen. Ist doch jetzt. Wir nehmen uns erstmal hier und nehmen mal einen Tisch. Ich kann nicht alles alleine tragen. Okay, du. Hier können wir den hinbauen. Denkst du, hier ist es schön ruhig. Okay, das ist schön ruhig. Das ist eine gute Idee. Ja, hier haben wir unsere Ruhe. Ja. Okay, warte, dann mach ich hier. Zack. Haben wir Tische. Auch Stühle? Nö. Warte, ich mach kurz Stühle. So. Ja, also, das hier ist mein Platz. Okay. Hast du auch einen Stuhl für mich? Ich habe auch einen Stuhl für dich, na klar. Hier, bitteschön. Entschuldigung, was ist das denn? Da ist ein Kaktus drauf. Easy, was ist denn das für eine... Easy! Ich will deinen Stuhl, das ist mir ja ganz egal. Das ist nicht doch auf den blöden Kaktus. Au! Stuhl. Auf mich zu hauen! Mann, jetzt muss ich auf dem Kaktus sitzen. Au! Ja, cool, okay. Okay, jetzt geht's los, ne? Verkaufen wir. Ja. Okay. Gleich geht's los. Ja, ich warte. Ja, ich denke, bald werden viele Leute kommen, oder? Definitiv, wir haben ein Schild aufgestellt. Wir haben die Früchte hier. Richtig. Wir haben Bestand. Ja, ne? Easy, kommt schon jemand? Schönen guten Tag. Ich bin Madame Cheesy von der Käseburg und ich würde gerne... Oh, da ist eine Oma. Oh, da ist Oma. Achso. Hallo, Oma. Ach, Kinderchen, ihr merkt doch, dass hier nicht, dass das hier nicht läuft. Was soll das denn heißen? Es läuft hervorragend. Ich hatte hier gerade die Fräulein Easy von der Käse als Kundin. Ja, Easy also, von Käsehausen. Die wollte gerade hier, ne, zuschlagen. Richtig, was, ich habe sie auch gesehen. Ihr überhaupt das Geld? Ihr habt doch ein Dach über dem Kopf und genug zu essen. Also, entschuldigen Sie mal. Aber ein Dach über dem Kopf ist ja wohl nicht alles. Wissen Sie, was wir für Betten haben? Heu. Ja, Stroh. Das ist kein Bett. Das ist Stroh. Was soll das? Aber wenigstens absorbiert es die Gerüche. Ja. Was? Bevor ihr auf weitere Schnapsideen kommt, sage ich euch eins. Wenn ihr meine Motorräder verkauft, dann habt ihr ein ganz anderes Problem als keine richtigen Betten. Ja.
Dankeschön für die ermunternden Worte. Wollen Sie wenigstens eine Limo kaufen? Hier, wenn Sie schon mal da sind. Hier. Das ist bestimmt was Feines. Hier. Hat sie dir gekauft? Ja, ich glaube schon. Oh, oh, und sie gibt mir das Geld. Danke. Dankeschön. Oh, guck cool. Mal, schon eine zufriedene Kundin. Ja, stimmt. Das läuft ja richtig gut bei uns, oder? Läuft saugut. Oh Gott, warum habe ich meinen Schlafanzug an? Das weiß ich nicht. Nein. Das habe ich falsch umgezogen. Ich muss mich umziehen. Easy. Aber ich glaube, sie hatte recht. Also irgendwie, es kommt halt auch einfach keiner, ne? Ja, vielleicht ist die Position hier nicht ganz so günstig. Okay, wie viel Geld hast du gekriegt? Also hast du genug, um die Möbel zu bezahlen? Nein. Nein? Viel Geld. Hä? Die Oma hat dir doch was gegeben. Nein. Doch, easy. Nein. Doch. Ich sehe das doch. Easy, du hast doch... Ja, hier, nimm all das Geld, okay? Ja, all das Geld. Das sind 6 Goldnuggets. Wie soll ich mir davon... Also... Ich denke nicht, dass das... Ja, das reicht nicht, ne? Okay, wir machen was anderes. Okay. Pass auf, ich habe eine Idee, okay? Okay. 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 Ja, dann hau raus. Okay, meine Idee, ich muss überlegen. Okay. Ich meine natürlich, ich weiß genau, was ich tue. Okay, ja. Wir könnten die Einhörner verkaufen. Was? Ich meine... Nicht? Also... Aber die sind bestimmt wertvoll. Die sind bestimmt Lass sie wertvoll. Doch an die Banditen in den Bergen verkaufen. Das ist auch eine gute Idee. Dann klauen wir die einfach wieder zurück. Stimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da ein bisschen Stress mit der Familie gibt, wenn wir die Einhörner einfach verkaufen. Was, wenn die ein Pferd verkaufen? Das ist gar nicht so dumm. Aber, ich meine, guck mal, das sind echt viele Pferde. Ich meine, fällt es wirklich auf, wenn wir ein Pferd weniger haben? Oh, das Graue ist hübsch, oder? Guck mal. Das Graue, ja, meinst du das? Guck mal, das Graue sieht auch muskulös aus. Das ist bestimmt ein Pferd, was man gut als so Springerpferd verkaufen kann oder so. Weißt du, was ich meine? Stimmt, ja, auf jeden Fall. Das ist dann so, das kann Kunststückchen. Nicht schlecht. Oder, da müssen wir keine Pferde verkaufen. Wir können auch, kannst du reiten? Kannst du Reitstunden geben? Was? Naja, also, wir sind ja schon mal geritten. Ja. Ist ja nicht so schwer. Oh, danke. Ich meine, da können wir ja auch einfach sagen, wir bieten jetzt Reitstunden an oder so. Willst du das? Ja, können wir machen, oder? Okay, gut. Meins ist das hier. Ja, aber wir brauchen auch jemanden, den, also, ne, der uns bezahlt. Meins ist das hier. Okay. Hast du ein Handy? Ein Handy? Ja, wieso? Ja, weil, also wir müssen ja, kann man da anrufen und sagen, man möchte irgendwie ein Zeitungsinserat machen oder irgendwie online eine Anzeige schalten, damit wir auch Kunden kriegen? Ja, kann ich machen, ich versuch's mal. Okay, warte. Okay, ich hab's gemacht. Okay. Was hast du geschrieben? Ich hab geschrieben, wir bieten kostenlose Reitstunden an. Nein, doch nicht kostenlos! Für nur $200. Okay. Oh, guck mal, da ist schon jemand. Hallo! Hallo, seid ihr die Reitlehrer? Ganz richtig, das sind wir. Das ging ja schnell. Das ging sauflott. Das ist ja einfach, wir hätten früher anfangen sollen. Meine Mama sagt, ich darf jetzt hier reiten lernen, weil ich groß genug bin und nicht mehr immer vom Pferd falle. Das ist eine sehr gute Voraussetzung, das wollten wir auch gerade sagen. Die ist doch immer... so groß wie wir. Ja, vielleicht ist die trotzdem jung noch, kann ja sein. Stimmt, vielleicht ist sie 5 Jahre alt und ist einfach sehr groß. Es gibt große Kinder, also ich war kein großes Kind, ich war ein kleines Kind, aber es gab auch welche, die sind voll groß gewesen. Ich war noch nie ein Kind, ich bin erwachsen geboren. Ah, ja, aber natürlich, ich war bei meiner Geburt 80. Du alterst rückwärts. Richtig, genau. Das weiß jeder. Ja, dann schnapp dir hier einen Sattel und, Moment, hier sind welche drin. Und dann kannst du dir auch ein Pferd aussuchen, irgendeins in deiner Größe, was gut passt. Und dann, ne? Das ist mein Pferd. Ach, von mir aus nimm das halt. Ein anderes. Ich nehme das Weiße hier drüben. Hä, wo ist das pinke Pferd hin? Das pinke? Ja, hier war doch immer ein pinkes Pferd. Easy, das ist ein Schwein gewesen. Das war kein Schwein, das war ein pinkes Pferd. Easy. Das war ein Schwein. Ja. Was willst du? Ich will, dass du auf ein Pferd steigst. Oh, von mir aus, dann nehme ich das hier. Okay, dann lass es los. Okay. Wir reiten los. Oh Gott, was ist das? Ich komme hier gar nicht raus. Was ist denn das? Und! Hey! Okay. Wo wollen wir hinreiten? Hier hin? Ja, okay. Guck mal, es ist ein angenehmer Weg, Geld zu verdienen. Im Prinzip, wir machen nichts. Also, wir würden ja auch so wir müssen dir vielleicht mal helfen, oder? Achso, ja, genau. Hier einfach... Guck mal, die macht das schon voll gut. Andere Richtung, geradeaus reiten. Dem Pferd einfach sagen, wo du hin möchtest. Das macht es dann meist. Ganz richtig. So. Guck mal, die macht es besser als ich. Jetzt üben wir mal... was übt man sich? Ich habe noch nie Reitunterricht genommen oder gegeben.
Keine Ahnung, lass über Lava reiten oder genau, so. Wir lernen heute, wie wir über Lava reiten. Und zwar ist da hinten ein Lavasee. Da kann man einfach, wenn man ein bisschen Schwung holt, drüber springen. Das macht eigentlich Spaß und ist auch ganz ungefährlich, wenn man es mal probiert hat. Nein, wir machen das hier ganz einfach. So, pass auf, ich habe ein paar Lava-Eimer dabei. So, hier, suchen uns mal so eine schöne Fläche hier. Wieso zur Hölle? Hast du ein paar Lava-Eimer dabei, Isi? Wieso habe ich keine dabei? Es müsste mal hier ein bisschen mit Lava was gemacht werden. Okay. So, zack. Okay. Wir wollen es mal nicht so einfach machen. Weißt okay. du, sie ist schon ganz erfahren und so. Jetzt machst du mir einfach nach. Hier einfach rüberspringen und dann zack. Ne? So, wir machen es nochmal ein bisschen schwerer für sie. Ja, oh, sehr gut. Oh, die macht es voll gut. Und hoch. Und nicht an der Seite. Ey, das ist schon mal nochmal. Oh, clever, easy. Ja, ich voll mache gut. Jetzt hier so. Was? Da kommt sie nicht mehr. Ja. Tja! Ja, ne? Nicht hier an der Seite vorbei. Das ist Schummeln. Was macht sie denn? Soll ich denn noch alles tun? Entschuldigung. Hör doch mal auf! Du bezahlst was? Hier für Reichsunterricht. Halt dich gefälligst an die Regeln. Danke, bist du super. Ich glaube, sie lügt. Ich glaube, sie fand es gar nicht super. Wir kriegen bestimmt eine schlechte Bewertung im Internet. Tschüss, bis nächstes Mal. Ja, tschüss. Sie sollten sie töten, damit sie uns nicht schlecht bewertet. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich erledige das kurz. Hier, friss meine Pfeile. Okay, sie ist weg. Okay. Wie viel Geld haben wir jetzt? Ich kann es dir geben, dann weißt du es selber. Weil du hast ja bestimmt auch noch was gekriegt, oder? Nein, habe ich nicht. Du hast alles. Ich habe alles. Reicht das? Du hast bestellt. Wie viel haben wir denn jetzt? 11. 11. Ja, aber vielleicht noch eine andere Arbeit, die wir machen können? Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Wir könnten noch die Motorräder von der alten Oma verkaufen. Die hatte doch einen richtigen Vorrat, oder? Weißt du noch, wo die waren? Ja, weiß ich. Warte, ich geh kurz schauen. Okay, dann verkaufen wir die noch. Bringst du die Pferde in den Stall? Ja, mache ich. Okay, warte, ich kümmere mich kurz um die Motorräder. Okay, sehr schön. So, Pferd Nummer uno. Guck mal, kaum, dass ich das andere Pferd habe, läuft es auf einmal. Zufall? Ich glaube ja nicht. So, hier mache ich wieder zu, damit ich nicht wegrenne. Komm, schon, anderes Pferd. Okay, ich habe die Motorräder ausgegraben. Die Motorräder? Oh, saugut. Ja, ich habe sie gefunden. Okay, wie viele sind das? Was meinst du? Wie viel können wir dafür verlangen? Ich denke so bestimmt, keine Ahnung was. Aber lass alles einfach verkaufen. Ja. Ich glaube, hier ist sogar ein Motorradhändler. Hey, saugut. Okay, zack, nächstes Pferd und ab in den Stall mit dir. Es läuft aber auch. Mensch. So, wo bist denn du? Ich bin beim Haus. Im Haus, alles klar, ich komme. Ich bin unterwegs. Stimmt, da waren ja die Motorräder im Boden irgendwo verbuddelt. Ja, richtig, hier sind sie. Okay, saugut. Oh, okay, guck mal, hier ist noch eins. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Oh. Nein! Andersrum. Warte, fährst du die raus? Gut. Okay. Versuch's. Warte. Ich versuch's. Okay. Okay. Glaubst du's? Okay, ja. Eins noch. Guck mal, wenn wir die verkauft haben, dann haben wir definitiv genug Geld. Ja, da verdienen wir richtig viel Geld mit bestimmt. Also, ich denke mal, eine Million ist drin. Oder so. Das könnte vielleicht knapp werden, aber okay. Ja, cool. Grob geschätzt. Ja, sehr gut. Und das letzte auch noch weg. Oh, Mann. Sau, die gute Idee. Ich glaube, wir hatten. Ja, ich glaube, wir hatten so viel. Oh, wir hätten ja noch mehr bestellen. Wir hätten noch mehr bestellen können. Stimmt. Wollen wir gucken, ob der Möbelhändler da ist? Ich meine, so viel wird der wohl nicht nehmen, aber. Hier. Ich habe ein bisschen erst. Ja, ich glaube, das. Ich habe dir mal ein Stack gedroppt, glaube ich. Oh, danke schön. Oh, voll gut. Wir sind so reich, okay, cool. Easy. Wir sind so reich. Wir können uns ein Swimmingpool oder sowas da oben reinbauen. Whirlpool. Stimmt, das wäre voll nice. Oh, willst du einen Whirlpool kaufen? Wollen wir noch einen Whirlpool bestellen nachher? Oh mein Gott, das wäre so cool. Lass es machen unbedingt. Das, ja. Okay, sehr Warte, schön. Warte, hast du das gehört? Hier ist jemand. Hallo? Ah, nee, es war nur die Hamster. Oh, okay. Oh, der wackelt mit seinem Schwänzchen. So süß. Fred steckt fest. Dachte, die Möbel sollen langsam mal kommen. Echt so? Wo sind die? Wo bleiben die denn? Ich meine. Da ist er! Ich wusste es! Oh, hallo, schönen guten Tag. So, hier ist euer ganzer Kram. Wir haben gesehen, dass ihr oben Wespennester habt. Also haben wir euch alles unten hingestellt. Entschuldigung, das sind Bienennester. Keine Wespennester? Oh, aber die Betten sind schön. Können Sie die nicht hochbringen? Ich meine, das sind ja nicht mal Wespen, das sind ja nur Bienen. Entschuldigung? Nee? Oh. Haben wir so viel bestellt? Ja, hab ich ja gesagt. Was? Wespen, Bienen, alles das Gleiche. Die fliegen und stärchen, richtig? Ja, aber
Also, wie sollen wir das denn jetzt alles hochtragen? Easy. Ich würde sagen, wir schlafen einfach hier. Ja. Gute Nacht. Achso, ich würde sie noch kurz bezahlen, ne? Hier, was kostet... Easy, was hat denn das gekostet? Ja, keine Ahnung. Ein halbes Stack oder so. Ja, hier, halber Stack. Ich glaube, das reicht. So, bitteschön. Dann, danke für nichts. Aber so, halb für die Arbeit. Gute Nacht. So, das war's mit dieser Folge Minecraft Bauernhof oder auch nicht Bauernhof, wer weiß. Falls euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal und auch Easys Kanal. Der ist in der Infobox verlinkt. Und dann macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao.